Hey ho Leute, hier sind wir wieder mit Eterna. Diesmal sind wir in, ich denke mal, dass es die Gruft ist. Und ja, dort sollen die Untoten irgendwas machen und wir schauen mal, was es ist. Gehen der ganzen Angelegenheit ein bisschen auf den Grund. Oder sind ihr schon auf den Grund gegangen? Hä? Okay, haben wir... Stimmt, die ersten Türchen haben wir schon aufgemacht. Ja. Nun gut. Stimmt, das war das mit den Flammenschädeln und der Lava, oh Mann. Fast zu lange Pause gemacht. Ha ha ha. Ja, und da sind wir wieder in einem Kampf drin. Wie immer, die Musik ein wenig lauter. Aber das ist auch nicht schlimm. Ah, stimmt, wir hatten ja Meteor, den wollte ich ja noch testen. Der war so toll stark. Hat sie irgendeinen... Ach, den. Machen Meteor, komm. Auf die paar Punkte kommt's nicht an. Immerhin haut's einen Gegner voll raus. Zack. Ha, genau so muss das laufen. Ah. Also abgesehen davon, dass diese Viecher hier, die Feuerbestien, echt cool gezeichnet sind, halten sie sogar noch ein bisschen was aus. Aber die sehen echt richtig cool aus, wie so Wüstenwurmköpfe, die brennen. Ja. Ja, das trifft's ganz gut. Wow, 6000 EP, das ist eine Menge Zeug. Da kann man nicht meckern. Moment, so. Und hier geht's weiter. Yay, Rätsel-Action. Was sollen die Tees? Nun gut, da kommen wir dahin. Hier käme, wie machen wir das? Das schieben wir, ne? Oder? Ne, das können wir nicht machen. Aber wir können. Ja, genau so machen wir das. Zack. Ah. Oh. Ach so, das sind Teleport-Dinger. Na, das ist ja dämlich. Aha. Okay. Ah, Shit. Okay. Ah, dämlich. Na toll, dann schauen wir mal. Jetzt, dann müsste es ja eigentlich, wenn ich hier reinmache, komplett schief gehen. Also wir wollen eins vielleicht hier reinschieben, weil es anders nicht gut funktioniert. Wo kommst du denn hin, wenn wir dich jetzt einmal dahin schieben, genau? Das ist schon mal gut. Und jetzt? Es bringt nichts, wenn wir es da reinschieben, aber da bringt's auch nix. Mal schauen. Nein, das nützt uns gar nichts, das da. Jetzt kommen wir nämlich schon nicht mehr weiter an der Stelle. Okay, was können wir also mit dem Ding machen? Wir können es da hochschieben und dann bringt das nichts. Wir können es... Ups. Hoffentlich war das jetzt nicht schlecht. Das dahin, das... Nein, nein, das bringt nichts. Naja, wir kommen, obwohl... Ah, doch, doch, doch. Das kriegen wir immerhin dann schon da oben hin. So. Aber das bringt uns, glaube ich, nicht mehr viel. Wenn wir das dahin, dann schieben wir das dahin. Ja, aber jetzt haben wir nicht viele Möglichkeiten. Das ist es nämlich.
bringt uns gerade gar nichts, das hier. Ah, es bringt... Nein, das bringt leider nichts. So, dann müssen wir mal weiter forschen. Wie kommen wir hier hin, wenn wir von... Hier... Nein, wenn wir von... Wir müssen irgendwie ein Ziel hinbekommen. Ist doch gar kein Problem, also... So. Hätten wir das... Und das, aber ich glaube, das war das Problem dann. Weil wir damit nirgendwo hinkommen. Na. Wie schlecht. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Stehe ich hier komplett auf dem Schlauch irgendwie, oder? Nein, das war natürlich jetzt nicht gut. Wenn wir das da reinschieben, kommt es hier hin. Und dann... Dann könnte man das so... Ah, gut, das funktioniert. Gut. Ah, einmal das hier hin. So, und das da runter. Wundertoll. Und das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Haha. Supidupi, sage ich da nur, ne? Mal kurz was gucken. War mir gerade nicht mehr sicher, ob ich auch richtig am Aufnehmen war. So, jetzt gehen wir hier. Nein, das war dumm. Zu und auch zu. Waren wir hier unten? Ja, hier unten waren wir schon. Dann geht es jetzt wahrscheinlich hier weiter. Ja. Yay, EP. So, dann hauen wir mal ein bisschen zu. So. Ich meine, dass der Feuerschädel sieht nur aus wie eine Sonne mit toten Schädel halt. Aber die Viecher, die Feuerbestien, die sehen echt cool aus. Da kann man nicht drum herum reden. Trotzdem müssen wir sie töten. Denn wir wollen ja die Welt befreien von diesen Untoten, die dem Gehörnten dienen. Ja. 6000 EP, wunderschön. Brust zu, das gibt's ja gar nicht. Nee, ein Schalter. Yay! Nun ja, halt ein paar Schalter öffnen und dann in den nächsten Raum gehen. Ja, so kennen wir das. Den betätige ich nicht. Ich... Moment, doch. Oh, da ist ein Teleporter aufgetaucht. War vielleicht nicht so... Hä? Oder war da kein Übergang? Ach, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. So. Testen wir mal eine neue Fähigkeit an dem. Also eine alte Fähigkeit. Das Ding kann heilen. Ja, das war ja bisher eine gute Idee, das Vieh zuerst zu töten. Hätten wir vielleicht so weitermachen sollen, aber... Immer selber ist auch langweilig. Zack. Massenkraft. Du bist forever alone, Kumpel. Und... Tja, das war auch für dich zu viel. Nächster Feuerschädel. Aha. Moment, diesmal muss sie zeigen, was sie kann. Bam. Mist. Hätten wir mal lieber angegriffen, haben. Sie macht jedes Mal ein Level up jetzt. Ja, was haben wir jetzt hier alles? Sind das alles Plattformen, die dann auftauchen? Ja! Hoffentlich sind das hier alles freiwillige Wege, sozusagen, dass wir... dass wir dadurch halt eben an die Truhe kommen und sowas. Und hier die EP halt eben mitnehmen. Zack!
Piss, das Vieh hat überlebt. Ha. Kein Problem. Wir hauen einfach weiter drauf. Autsch. Heilige Mutter Gottes, sie hat gerade so überlebt. Heilen 3. So. Hoffentlich kommt sie rechtzeitig dran. Ja. Glück gehabt. Für sie ist das ziemlich böse. Ich meine, sie ist 11 Level niedriger oder so. 28, 2, nur noch 8, okay. Abgeschlüsselt. Yay, Thron. Heldenschriftrolle, okay. Kugelblitz, Schneesturm. Ja. Heldenschriftrolle. Oder habe ich mich einfach brutal verlesen? Da hat doch... ah nein, da. Statte die Gruppe mit heldenhaften Kräften aus. Aha. Kannst du wenigstens einen Kugelblitz? Yay. Und was macht der? Feuert einen... Ah, okay, auf einen. Egal, trotzdem cool. Vor allem diese Heldenschriftrolle, da bin ich mal interessiert dran. Nur ein Allheilmittel. So, was machen wir jetzt? Wir verschwenden mal unsere ganzen Punkte hier. Einfach so. Ohne Sinn und Verstand. Nur mal zu gucken, wie gut das jetzt klappt. Wahrscheinlich wird sich nichts zum Tode verleiten lassen. Naja, egal. Ja, und du auch noch, komm. Yay! Schöne Sache. Ja, da vorne geht's dann wahrscheinlich doch weiter. Deswegen gehen wir jetzt doch erstmal hier hingucken. Na, klasse. Boah, ist das so heiß, Leute. Boah, ey. Woran liegt das nur? Naja, dann drücken wir halt den Schalter und gehen jetzt wieder dort oben hin. Auf dass uns sie die Tür nun durchlassen, Müll, weißt? War da hinten auch noch was? Oder war... Ah, da, links geht's noch lang, okay. Fast übersehen. Ja, komm her, Feuervieh. Nee. So. Zack. Mist, das Vieh lebt noch. Ja. Also wenn Lena noch... Angriffsmagie auf Gegner hätte, die nicht untot sind, wäre sie wahrscheinlich Imber. Ich meine, ihr Schadensoutput ist schon anständig. So, was machen wir denn? Oh, wir haben gar keine Heilkräuter gekauft. Ups. Naja, egal. Oder doch? Nö. Ah doch, da 22, immerhin. Hoch, immer rechts abbiegen, ha? Also die zweite, ja. Ah, okay, da geht man immer nur einen Schritt, da bleibt man also... Hä? Ah, gefailt. So. So. Aha, wir haben den Schalter betätigt. Dann dürfen wir jetzt ja da hinten durchkommen. Ja, wie es immer kurz stehen bleibt, wenn man über diese Platten geht. Immer her mit den EP, die nehmen wir gerne mit. Und die Musik wird auch irgendwie nicht langweilig. Wundert mich zwar, dass das Vieh jetzt heilt schon, aber...
eine HP verloren, aber das muss ich schon mal vorsorglich heilen. Oh, das ist doof. Na los, haut zu, macht sie nieder. Okay, Daenerys, du heilst. Die habe ich ja nur wegen dem Meteor an der Kuppe. So, und jetzt hauen wir den Schädel auch um. Boah. Schön, was da an Leveln reinkommt. Ha, hier ist nichts. Was haben wir denn da? Oh, wir wählen also genau den Weg, der uns nichts bringt. Ja, die HP sehen noch gut aus. Wir scheinen nicht so viel dadurch zu verlieren. So, was haben wir hier? Heldentum. Aha. Was? Wie? Warum darf die von... Ist sie jetzt echt für den? Das gibt's doch nicht, oder? No. Und was kann er jetzt Tolles? Wo ist es da? Statuswerte eines Charakters. Das ist es nicht wert. So. Holen wir jetzt nochmal die 6000 EP von hier drüben. So, nein, wir benutzen nichts Spezielles. Wir pushen jetzt einfach extrem den... Welcher Button ist es denn bei mir? Okay, ich habe nur noch einen Button 1. Auf den anderen sind die Buchstaben schon abgewaschen. Alter, die Hammer-Controller sind zwar billig und durchaus funktionell, aber halt eben sowas wie diese aufgedruckten Zahlen, die verschwinden. Im Gegensatz zu meinem PlayStation-Controller, wo noch alles dran ist. Und, die halten auch nicht so viel aus. Also wenn ihr die mal kräftig irgendwo dagegen knallt, dann sind die Hammer-Controller schon sehr empfindlich. Zum Beispiel gestern ist mir eine Schraube rausgefallen, weil ich ja mal nicht so lieb zu ihm war. Und da revanchiert er sich dann direkt. Aber naja, dafür ist er billig. 8 bis 12 Euro oder so. So, dann geht mal bitte kaputt. Damit wir hier weiter können. Na, heil dich doch nicht die ganze Zeit. Ah, du böses Mistvieh. Ja. Schön, ich mag es, wenn Charaktere fast 30 sind. Das wollten wir eigentlich nicht. Jetzt haben wir da doch gespeichert. Na, egal. Seltsam. Der Tempel ist zwar voller Monster, aber er wird anscheinend nicht mehr benutzt. Vielleicht sind die Monster nur Wächter, die irgendwann mal von den Eigentümern beschworen wurden. Meinst du, wir finden noch ein paar Schätze? Bestimmt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Plünderer an den Monstern vorbeigekommen sind. Die Monster sind nicht der Grund, warum die Plünderer immer gescheitert sind. Wer bist du? Das tut nichts zur Sache. Ihr seid in meinen Tempel eingedrungen, um mich zu bestehlen. Wir wollten nur sicher gehen, dass hier keine Untoten sind. Ja, und außerdem ist der Tempel voller Monster, die uns sofort angegriffen haben. Dafür sind sie auch da. Sie sollen verhindern, dass jemand ohne meine Erlaubnis diesen Tempel betritt. Was ist, wenn wir einfach wieder aus dem Tempel gehen? Nein, jetzt lasse ich euch nicht mehr gehen. Ich werde euch töten und eure Seelen verschlingen. Also bist du doch ein böses Wesen. Na, komm, böses Wesen, das, das ist nur missverstanden. So, jetzt machen wir einfach mal die Mistdinger weg. Den Kometenschauer, ja, den können wir benutzen. Und du benutzt mal den Kugelblitz bitte auf die Feuerbestie. Wenn sie das alles überleben sollte. Nein, tut sie nicht. Gut. 194. Okay. Energieschwert und ja, noch eine Heilung. Speerwurf und ja, Meteor, genau.
Und was kommt dabei raus? Schön. Eine schöne Zahl, mit der können wir gut leben. Ihr greift an und du machst noch ein Meteor. Hm? Oh, das ist böse. Ja, doch, du greifst an und du... Zauberpilz auf Tisch. Dann kann sie nochmal dreimal Meteor zaubern. Ein Magma-Ball. Ist zwar ein hoher Dämon, aber wir sind mittlerweile auch nicht mehr gerade schwach. Also, komm nur her, du Mistding. Es ist nur unglücklich, dass die Tara eine feuerbasierte Waffe hat, die hier in dem Bereich nicht so stark wirkt. Aber das passt schon. Der Schaden von dem Vieh hält sich ja doch ziemlich in Grenzen. Ja. Unser Damage-Output ist dafür richtig cool. So, noch einen Zauberpilz schlucken. Naja, komm, Lena, sonst wird dir vielleicht langweilig. Heil du mal bitte. Wobei mir die Musik immer wieder gefällt.